Der, die, das, hä? Und ihr denkt, es gibt keine Regeln? Dann habt ihr falsch gedacht. In diesem Video zeige ich euch wichtige Regeln, die euch dabei helfen, die Artikel in der deutschen Sprache zu lernen. You believe there are no rules at all for the German articles der, die und das? You are wrong. And luckily, I will teach you some rules to learn the German articles in this video. Sprakuko. Deutsch lernen. Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Sprakuko Deutsch lernen. In diesem Video spreche ich über das Genus und die Artikel der, die und das in der deutschen Sprache. In this video I will talk about the gender and the articles der, die und das in the German language. In diesem Video lernt ihr, was das Genus ist, wie man Artikel lernt und wie man ein bestimmtes Genus erkennt. Ja, ihr habt richtig gehört, man kann das Genus unter bestimmten Voraussetzungen erkennen. Was ist Genus? Das Genus ist das grammatische Geschlecht eines Nomens. Meistens kann man das Genus nicht am Nomen selbst erkennen, sondern an vorangehenden Artikelwörtern. Dazu gehören auch die Artikelwörter der, die oder das. Usually you can't see the grammatical gender if you just have a look at the noun. But preceding articles make the gender visible. These include the articles der, die und das. Der Artikel der ist maskulin oder männlich. Der Artikel die ist feminin oder weiblich. Und der Artikel das ist neutral oder sächlich. The article der is used for masculine nouns. Der Artikel die is used for feminine nouns. And the article das is used for neutral nouns. Welchen Artikel brauche ich nun? Schauen wir uns zunächst einmal Beispiele an. Der Stuhl. Die Tür. Und das Fenster. In diesem Fall ist das Genus nicht am Nomen sichtbar. Ihr müsst also den Artikel zusammen mit dem Nomen lernen. You have to learn the article together with the noun. Es gibt Beispiele, bei denen klar ist, welcher Artikel benutzt werden muss. There are examples where it's clear which article to use. Schauen wir uns Beispiele dazu an. Der Mann und die Frau. The man and the woman. In these examples, the natural gender shows you which article to use. The man is masculine, so you can use the masculine article der. Und die Frau, the woman, is feminine, and you use the feminine article die. So the natural gender corresponds to the grammatical gender in these examples. Es gibt bestimmte Prinzipien, nach denen ein Genus einem bestimmten Nomen zugeordnet werden kann. There are some principles that you can use to choose which article you have to use for certain nouns. Diese Prinzipien folgen einer bestimmten Hierarchie. Schauen wir uns ein Beispiel dazu an. Das Mädchen. The girl. Yeah, you're probably wondering why we use das, so the neutral article. You're right. It's totally confusing, but like I just said, there are some rules. Morphological, semantical and phonological. And these rules have a hierarchy, so morphological rules are stronger than semantical rules in that case. Let's have a look. The ending chen or suffix ist ein sogenanntes diminutive suffix. That suffix determines which gender to use. All the words that contain the suffix chen are neutral. So in that case, Mädchen, the morphological criteria is much more important than the semantical one. Now you know, morphological roots are stronger, have more weight than semantical roots. Schauen wir uns jetzt die Regeln an, die ihr benutzen könnt, um euch die Artikel einfacher zu merken.
Let's have a look at the rules that you can use to remember the articles easier. Schauen wir uns nun die morphologischen Regeln an. Nomen mit den Endungen ant, ist, ling, er, ent oder er sind maskulin. Schauen wir uns Beispiele dazu an. Der Polizist, the policeman, oder der Ingenieur, the engineer, oder der Schüler, the pupil, oder der Student, the student. All diese Nomen sind maskulin und das erkennt ihr an den Endungen. Nomen mit den Endungen heit, keit, schafft, ich, ur oder schafft sind allesamt feminin. Schauen wir uns auch dazu Beispiele an. Die Freiheit, freedom. Oder die Freundschaft, friendship. Oder die Zeitung, the newspaper. Auch hier wieder, die Endungen zeigen euch, dass die Nomen den Artikel die gebrauchen. Also here you see, the endings show you that you have to use the article die, because the nouns are feminine. Nomen mit den Endungen chen, lein, tum und nis sind meistens neutrale Nomen. Schauen wir uns Beispiele dazu an. Das Mädchen, the girl, oder das Gefängnis, the prison, oder das Wachstum, the growth. Zu den neutralen Nomen gehören auch substantivierte Verben, so wie beispielsweise das Lesen, das Hören, das Kaufen und so weiter. Außerdem gehören auch substantivierte Adjektive dazu, so wie das Schöne oder das Kleine und so weiter. Schauen wir uns nun die semantischen Prinzipien an. Zu den semantischen Prinzipien gehören bestimmte Bedeutungsgruppen oder Wortfelder, die auf ein bestimmtes Genus schließen lassen. Schauen wir uns nun an, zu welchen Bedeutungsgruppen bzw. Wortfeldern maskuline Nomen gehören. Automarken. Der Audi, der BMW, der Porsche, der Volkswagen. Berge, zum Beispiel der Himalaya oder der Mount Everest. Außerdem sind maskuline Nomen zum Beispiel Tage, der Montag, der Dienstag, der Mittwoch, der Donnerstag und so weiter. Tageszeiten, der Morgen, der Mittag, der Abend, aber nicht die Nacht. Night. Die Nacht ist eine Ausnahme. Night is an exception because night in German, die Nacht, ist feminin. Himmelsrichtungen. Der Norden, der Süden, der Westen, der Osten. Bestimmte Wetterverhältnisse. Der Regen, der Wind, der Nebel. Aber nicht die Wolke. Ja, die Wolke ist feminin. Another exception. Jahreszeiten. Der Frühling, der Sommer, der Herbst, der Winter. Neutrale Nomen sind ganz oft bestimmte Rohstoffe oder Metalle. Neutral nouns very often are like resources or some materials. Schauen wir uns Beispiele dazu an. Das Holz oder das Kupfer, das Erz, das Eisen. Außerdem Farben, das Rot, das Blau, das Grün oder die Buchstaben, das A, das B, das C und so weiter. Und bestimmte Sprachen, das Deutsch, das Russisch, das Kroatisch und so weiter. Nomen sind oft feminin, wenn sie zu einer der folgenden Gruppen gehören. So, nouns are very often feminine when they belong to one of these groups here. Blumen, die Rose, die Tulpe. Oder
Obstsorten, die Banane, die Birne oder die Kiwi, die Mango oder Motorradmarken, die Yamaha oder die Kawasaki. Bestimmte Wortfelder oder Bedeutungskategorien sind also ein Hinweis darauf, welches Genus ein bestimmtes Wort hat. Natürlich gibt es immer Ausnahmen, aber diese Gruppen können ein Hinweis darauf sein, welchen Artikel ihr benutzen könnt oder sollt. Schauen wir uns noch die phonologischen Regeln an. Da die phonologischen Regeln nicht ganz so zuverlässig sind wie die anderen Regeln, gehe ich nur ganz kurz darauf ein. Let's have a look at the phonological rules. As they are not as reliable as the other rules mentioned before, I will just give a short overview. Schauen wir uns Beispiele dazu an. Wörter, die auf einen Nasal gefolgt von einem Konsonanten enden, sind oft maskulin. Ein Beispiel dafür wäre das Wort der Strand oder der Tank. The beach or the tank. So what you see here, in the end of the word, they have a nasal followed by a plosive. Strand. Tank. Both words are masculine. Außerdem sind Nomen, die auf die Laute f, ch oder ch enden, oft feminin. Beispiele dafür sind die Luft, the air, oder die Sicht, the view, oder die Nacht, the night. Wie schon zu Beginn erwähnt, sind die phonologischen Regeln nur Tendenzen. Sie funktionieren nicht immer. As mentioned before, the phonological rules are just tendencies. They don't work all the time. Schauen wir uns Beispiele dazu an. Let's have a look at some examples. Das Kind, the child. Also here you see a nasal followed by a consonant or better, plosive. But here the word is neutral. Another example would be die Wand, the wall. Wie schon erwähnt, ist es wichtig zu bedenken, dass die morphologischen Regeln am ehesten funktionieren. Dann die semantischen und ganz zum Schluss die phonologischen Regeln. Daher würde ich euch empfehlen, lernt bitte jedes Nomen mit dem Artikel und wenn es sein soll, dann natürlich auch bitte denkt an die Endungen, die bestimmte Artikel fordern oder auch die semantischen Beschaffenheiten der Wörter. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen hoch oder einen Kommentar freuen. Wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt, dann abonniert doch einfach meinen Kanal. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Deutschlernen und sage erstmal Tschüss und bis zum nächsten Video.